Die Infrastruktur in Deutschland geht den Bach runter, doch statt hier mit einem Sonderprogramm Hand anzulegen, will die Bundesregierung lieber die Militärausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes erhöhen. Das sind zwischen 70 und 80 Milliarden Euro pro Jahr. Für frische Waffen, für Panzer und Granaten hat die Ampelregierung immer Geld. 20 Milliarden Euro allein für neue Artilleriemunition hat Bundesverteidigungsminister Pistorius jetzt angekündigt. Gleichzeitig lebt jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut. Die Bildung verkümmert, die Infrastruktur verrottet und das Gesundheitssystem kollabiert. Die Menschen können Energie und Lebensmittel nicht mehr bezahlen. Und auch bei der Aufrüstung der Ukraine kennt die Bundesregierung kein Halten mehr. Zitat: Wir werden die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. Zitat Ende. So verkündete es die Bundesregierung im letzten Jahr. Für Waffen und Direktzahlungen sind insgesamt 22 Milliarden Euro seit dem 24. Februar 2022 aus Deutschland in die Ukraine geflossen. Und die Liste wird länger und länger. 28 Kampfpanzer Leopard, 40 Schützenpanzer Marder, 50 Dingo, 40 Flakpanzer Gepard, 10 Brückenlege Biber, 5 Pionierpanzer Dachs, 14 Panzerhaubitzen 2000 und. Dazu hunderte Drohnen und zehntausende Granaten. 5 eng bedruckte Seiten umfassen die Waffenlieferung der Ampel bis Mitte Juli, die den Krieg in der Ukraine nähren. Und die Liste wird Woche für Woche einfach länger. Die Kosten für die Steuerzahler steigen und steigen. Zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause hat Verteidigungsminister Pistorius der Ukraine weitere Waffen und Artilleriemunition im Wert von 700 Millionen Euro zugesagt. All das für einen sinnlosen Abnutzungskrieg, in dem tausende junge Ukrainer und junge Russen sterben müssen für ein paar Quadratmeter Land. Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts. So hat es der frühere deutsche Bundeskanzler Willy Brandt einmal formuliert. Und in diesem Sinne müssen wir heute doch jede Initiative begrüßen, die den Frieden gewinnen will und nicht den Krieg. Statt weiter junge Männer für ein paar Quadratmeter Land in den Tod zu schicken, sollten alle Anstrengungen für eine rasche Waffenruhe und eine Verhandlungslösung orientiert werden. Eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland wünscht sich hier mehr Diplomatie. Die Ampelregierung sollte deshalb endlich die Friedensinitiativen unterstützen, etwa von China, von Brasilien, von den afrikanischen Staaten, vom Papst Franziskus, statt weiter Steuergelder in Milliardenhöhe für die Verlängerung dieses Krieges zu verpulvern. Je länger der Krieg dauert, desto mehr Menschen werden sterben, desto größer die Zerstörungen der Infrastruktur. Deshalb muss mit diesem Wahnsinn einfach Schluss sein. Erinnert sich noch jemand an die Wahlplakate der Grünen und von Robert Habeck? Züge, Schulen, Internet, ein Land, das einfach funktioniert. Die Realität außerhalb der Grünen, Traumblase, sieht doch so aus. Jeder vierte Viertklässler kann nicht richtig rechnen, lesen und schreiben. Jede zweite Brücke in Deutschland ist in einem mindestens kritischen Zustand. Allein in Nordrhein-Westfalen sind 873 Brücken als besonders sanierungsbedürftig eingestuft worden. 1000 weitere sind in einem bedenklichen Zustand, heißt es. Dem Land droht ein zunehmendes Verkehrschaos mit Folgen für die Bürger wie für die Industrie. Nicht viel besser sieht es bei der Deutschen Bahn aus. 26% aller Weichen sind mittlerweile in einem schlechten, mangelhaften oder ungenügenden Zustand. Ebenso 11% aller Brücken, 22% der Oberleitungen, 23% der Gleise, 42% aller Bahnübergänge und die Hälfte aller Stellwerke. Verspätungen sind bei derart maroder Infrastruktur vorprogrammiert. Bis zum Jahr 2030 sollte ein Deutschlandtakt nach Schweizer Vorbild eingeführt werden. Verlässliche Abfahrtzeiten, enge Taktung, Fern- und Regionalverkehr optimal miteinander vernetzt, Verdopplung der Fahrgastzahlen und mehr Güter auf die Schiene. Pustekuchen. Die Ampelregierung hat die bundesweite Umsetzung des Taktfahrplans auf das Jahr 2070 verschoben, auf die übernächste Generation. Schluss finde ich mit dieser Zerstörungspolitik. Steuergelder sollten besser in die Infrastruktur hier gesteckt werden, als in Waffenlieferung und Aufrüstung für einen sinnlosen Abnutzungskrieg und noch mehr Zerstörung in der Ukraine.